Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dachte, dass es nach Herrn Kruses Beitrag gar nicht schlimmer werden könnte. Aber Herr Orth, das geht gar nicht. Sie verdrehen hier Tatsachen. Sie unternehmen ungeheuerliche Unterstellungen. Das ist peinlich. Das ist peinlich für dieses Haus. Und es ist auch peinlich, dass FDP und CDU hier kein Wort verlieren über den Bericht, über das Thema Rechtsextremismus. Auf Sie wartet man ja immer vergeblich bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Ich würde mir wünschen, dass Sie mal mit uns auf der Straße stehen. Wir haben in Dortmund eine der gewaltbereitesten Neonazi-Szenen hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit. In dieser Stadt sind Menschen ermordet worden. Es hat den Angriff auf die DGB-Demo im Jahr 2009 gegeben. Die Aufmärsche am 1. Mai, am 1. September sind mittlerweile von bundesweiter Bedeutung für die rechtsextremistische Szene bundesweit. Und es ist uns vor 2 Jahren gelungen, dass man diese Gruppierung, diese autonomen Nationalisten verbieten konnte als nationaler Widerstand nach dem Vereinsgesetz. Das hat durchaus dazu geführt, dass Personen, die sich im Umfeld dieser Szene bewegt haben, dass sie zum Ausstieg sich bewegen ließen. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, und ich finde, das muss man hier auch mal selbstkritisch ansprechen, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass sich viele dieser ehemaligen Mitglieder des nationalen Widerstandes wiederfinden in der rechtsextremistischen Partei Die Rechte, die unter dem Deckmantel einer Partei jetzt neu agiert. Und ich finde es besonders erschreckend, dass genau diese Partei jetzt vertreten ist in Hamm, in Dortmund, in mehreren Bezirksvertretungen. Und das ist doch das eigentliche Problem, worüber wir diskutieren müssen. Von Ihnen kein Wort, Herr Kruse. Denn unser gemeinsames Ziel von Demokratinnen und Demokraten, unser gemeinsames Ziel muss es doch sein, dass wir es schaffen, 2020 genau diese rechtsextremen Parteien wieder aus den Stadträten rauszuwählen. Und bis dahin, bis 2020, das ist eine lange Strecke von 6 Jahren, brauchen wir einen Umgang. Aber für uns Grüne ist klar, es darf keine Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten, mit Neonazis geben. Und das, was da in Köln-Porz abgelaufen ist, ist peinlich für die Demokratie. Und das geht so gar nicht. Laut Polizei hat es keine Hinweise im Vorfeld des Wahlabends darauf gegeben, dass die Neonazis zur Wahlparty im Dortmunder Rathaus kommen würden. Und dennoch stellt sich die Frage, warum hat der Staatsschutz den Dortmunder Stadtteil Dorsfeld verlassen, um zum Rathaus zu fahren, und ist nicht drangeblieben an den Neonazis? Diese Fehleinschätzung, und als solche würde ich sie auch bezeichnen, hat dazu geführt, dass 30 Neonazis am späten Abend noch unbeobachtet losziehen konnten. Und aus meiner Sicht hätte man annehmen können und auch müssen, dass eine Gruppe betrunkener Rechtsextremisten an so einem Abend abends noch losziehen, um Menschen zu bedrohen. Im Innenausschuss ist darüber von den Vertretern des Innenministeriums ja Bedauern ausgesprochen worden. Ich meine aber, es schwächt Polizei nicht, sondern es stärkt sie eigentlich, wenn man an einer solch einer Stelle auch mal sagt, dass man Fehler gemacht hat. Und das hätte so auch, meine ich, in dem Bericht auftauchen müssen. Durch den Bericht selbst sind Menschen, die sich gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus positionieren und engagieren, mit Formulierungen wie die von betrunkenen Politikern diffamiert worden. In dem Bericht wird nicht deutlich, dass Gewalt von Neonazis gegen Demokratinnen und Demokraten ausgeübt wurde. Der alte Duktus von angeblichen Rechts-Links-Auseinandersetzungen, der ja meist zur Verharmlosung von rechtsextremer Gewalt geführt hat, lebt in diesem Bericht leider wieder auf. Und die Darstellungen über die Gefährderansprache mit einem bekannten Neonazi-Kader klingen leider so, als hätte man sich auf diese Aussagen berufen. Solche Formulierungen sind fatal, weil sie das Vertrauen von demokratischen Bürgern und Bürgerinnen und Bürgern in Polizeiarbeit beschädigen, weil sie Fronten aufmachen zwischen Demonstrantinnen und Demonstranten auf der einen und Polizei auf der anderen Seite. Und ich meine, das ist das eigentlich Erschreckende über diesen Bericht, über die ganze Diskussion darüber, dass wir zurückgeworfen sind in der Diskussion, die wir in den letzten Jahren geführt haben, weil es diese Empörung gibt, die auch zu Recht da ist. Aber ich meine, wir müssen jetzt wieder nach vorne auch arbeiten, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, weil die Gefahr durch Rechtsextremismus für unsere demokratische Gesellschaft ja vorhanden ist und wir alles daran setzen müssen, dieses Phänomen zu bekämpfen.
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus kann aber nur gemeinsam, kann nur mit Zivilgesellschaft gelingen. Wir können die Polizeiarbeit stärken, wir können den Verfassungsschutz entsprechend ausrichten, wir können den Opferschutz stärken, das haben wir auch durch die Beratungsstellen gemacht, wir können Präventionsmaßnahmen auflegen, wir können Aussteigerprojekte fördern. Aber demokratische Werte und das tägliche Einstehen für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, das muss durch die Bürgerinnen und Bürger, durch uns alle jeden Tag auch gelebt werden. Und gerade in Dortmund haben wir ja so eine aktive Zivilgesellschaft, die sich eben abends am Wahlabend mutig vor das Rathaus in Dortmund gestellt hat. Die rechtliche Lage dazu ist ja im Innenausschuss auch dargestellt worden. Ja, die Neonazis hatten das Recht, an diesem Abend die Wahlparty zu betreten, weil es eine öffentliche Veranstaltung war. Ja, das ist so. Man hätte sich vielleicht im Rathaus vorher auch mal Gedanken darüber machen können, inwiefern man eine nicht öffentliche Veranstaltung macht, durch die Fraktionen beispielsweise, aber das ist was anderes. Klar ist, die rechtliche Situation ist so, wie ich sie gerade geschildert habe. Und natürlich ist es so, dass das Hindern am Betreten der Wahlparty einen Straftatbestand der Nötigung darstellen kann. Das ist die rechtliche Ebene. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene. Es gibt auch noch eine politische, es gibt eine moralische Ebene. Die politische Ebene ist, dass ich meine, dass es richtig war, dass sich Menschen schützend vor dieses Rathaus gestellt haben. Und ich kann sagen, und ich glaube, da spreche ich zumindest für einige Kolleginnen und Kollegen auf dieser Seite des Parlaments, viele von uns hätten sicherlich dasselbe getan, wenn Rechtsextreme in unser Rathaus, in der eigenen Heimatstadt, hätten versuchen, reinzukommen zu wollen. Ich meine aber auch, dass wir in den letzten Jahren in der Polizeiarbeit vieles bewegt haben im Themenfeld Rassismus und Rechtsextremismus. Es gibt die Sonderkommission, es gibt das Kompetenzzentrum am LKA, es gibt die gesonderte Erfassung der Straftaten der Allgemeinkriminalität durch Neonazis. Es gibt die feste Verankerung des Themenkomplexes in der Aus- und Fortbildung. Und jetzt muss es doch eigentlich darum gehen, zum einen aus solchen Diskussionen zu lernen, mit Zivilgesellschaft in Kontakt zu treten und den Bericht nachzubereiten. Aber es muss auch darum gehen, die Umsetzung der fraktionsübergreifenden beschlossenen Empfehlungen des Bundestags, Untersuchungsausschusses zum NSU umzusetzen, sie runterzubrechen und umzusetzen. Und ich meine gerade auch hier für diejenigen, die sonst vielleicht nicht im Innenausschuss sind. Wir befinden uns weder am Anfang dieser Debatte noch am Ende, sondern wir sind eigentlich mittendrin in der Auseinandersetzung darüber, wie Polizeiarbeit besser werden kann, gerade bezogen auf dieses Themenfeld. Und daran sollten wir alle als Demokratinnen und Demokraten auch anknüpfen für die Zukunft.